Ich habe ja eins für 15k, eins für 30k und mehr habe ich nicht zum Anfang. Ich habe ein 22, eins 30 und eins 15. Das ist einfach. Na, ist egal, ich gebe die ab, weil du hast ja einen kleinen Vorsprung. Ja. Ich teile es wieder ein. Das Quest ist scheinbar in der Höhle zum Aufgehen. Welches deins? Also ich kann hier in der Höhle ein Quest abgeben, ne? Nee. Geh da weg, wir gehen da weg. Warum denn? Oh. Ach, na, doch. Das habe ich wohl auch. Ach, das Ruhe Steinen. Oder warte, das fällt einfach nur in diesem Portal, ja? Ja. Scooby, you're genius. Hallo? Portal. Okay, wo bist du? Hilfe. Das Portal ist ein Fake. Selbst mal Mortis hat es nicht genommen. Komm mal. Ja, cool. Bist du in der Höhle? Ich kann, ich kann. Ich bin nicht in der Höhle. Nein, wo bist du denn? Ich bin oben. Wo bist du? Hier ist es. Ich kann es dir abgeben. Komm rein in die Höhle. Es ist herrlich. Das werde ich immer machen. Oder was tust du da? Nein, es funktioniert nicht mehr. Man kann nicht mehr babbeln und Ruhesteine. Sagte Koja, nachdem er die vereinigten Stämme der Oger gepult hatte. Zu Scooby und lächelte. Jupp. Yep. 4 Millionen jetzt. Jetzt bin ich weg. Scheiße, das ist ein super awesome Quest. Warum? Er ist nicht super awesome. Aber dann kommen so 4 Elemente, man muss sie in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen. Ach, das Ding, da bin ich immer gamblen. Gamble? Ja, hast du das verstanden? Das steht doch in der Questbeschreibung. Nee, hab ich nicht durchgelesen. Die Dinger stehen sogar in Caps Lock. Ich hab's nicht gelesen. Nicht mal rübergeguckt? Nein. Oder ich lese mir jedes Quest durch. Ja, gut. Das war klar, dass du mir nicht glaubst. Ja, weil es totally gelogen ist. Totally. Nicht totally. Aber wenn ich es mir manchmal durchlese, ne, ist dann totally gelogen immer noch? Yep. Du bist befangen. Weil immer? Du bist befangen. Du hast immer gesagt. Mit befangen weggehangen. Ich häng dich doch auf. Das geht nicht von mir. Ich geh nach Stürmen. Ich bin schon da. Blöder Arsch. Pupsfresse. Ja. Ja, Kinder sind so unschuldig. Ich vermisse mein Mortis. Ich sag auch manchmal, mein Mortis. Oder jetzt meiner. Den mal mit, ja. Schwer zu sagen. Nee, er hat gesagt, er will nicht. Ja. Bei den Alten hast du auch vergrault, hat er gesagt. Ich hab ihn nicht vergrault. Ich hab ihn vergast. Nein, ich sag nichts. Ach, klar, ja. Weil du eine Pupsfalle bist. Ah ja, hier das Hinleitungsfest. Was für eine trockene Überleitung. Tut mir leid. Einfach aus. Aber ich will's kalt. Jetzt gehen wir schon Tiefenheim. Jetzt merkt man langsam, man ist in Katar drin. Ja? Ja. Aber wenn man in Tiefenheim ist, weiß man auch, wie es gemeint ist. Ja. Das sind so die Phasen wie beim Lich King, wo man so langsam Shulazar so war. Da war man echt drin. Na, Shulazar fängt für mich ab 84 erst an. Shulazar? Mhm.
Aber bedenkt, wie scheiße lang dieses Level ist. So meinst du das? Ja. Na, so meine ich das. Ja, jetzt sind es ja auch schon 4 Millionen. 4 Millionen. 4 freaking Millionen. Face it. Ich benutze das Portal, was du mir hier gemacht hast. Wir hätten vorher mal das Ehre-Ding wieder umtauschen sollen. Ja. Das ist kein Problem, Koja. Kein Witz. Wenn wir einmal in Tiefenheim in dieser Festung sind, ist kein Problem. Okay. Sind wir schon Cap? Ne, einmal kann ich noch Gewissen aufmachen. Okay. So, Leute, jetzt geht's in den Abgrund, wie heißt. Weil es auf nur nicht Battleground kommt. Die Karre ist weg. Stirb halt ohne mich. Scherbenstarken, Mann. Was ist das für ein Beschiss? Das zweite Vieh ist ohne mich weggeflogen. Das war wohl ich. Hey, bist du nochmal gestartet? Nee, also du hast mir das erste weggenommen, das ist ja okay. Dann kommt das zweite nach der Zeit. Bin ich draufgesprungen, lande auf dem Boden und das Vieh fliegt weg. Na, für jetzt mal Mordes gewesen. Das Vieh mit den Frauen. Und das Vieh-Track, ja. Tiefenheim. Ich weiß, du hoffst, dass Trall und die anderen ihn aufhalten können, aber Trall stand da alleine. Wen? Den Tiefenheim? Nee, ich spreche mit dieser Orkfrau. Ach. Aber sie versteht mich nicht, Kurt. Ich muss dir vorstellen. Orks, Menschen, Trainer, Schamanen und so ein Scheiß, ja. Und dann fragen sich, welche Sprache sprechen wir, damit wir uns alle verstehen? Vielleicht Englisch. Und kommt drei? Ja, wir sprechen Deutsch. Ja, das ist cool. Wie Scooby echt jede Cutscene crashen kann. Wie Koja jede Cutscene episch finden kann. Das ist doch episch. So, you guys, falls ihr es nicht hören konntet, ist die Weltenseite. Das wichtigste Gebäude hier ist der Tempel der Erde und stuff. Tullschwing ist hier durchgezischt, hat es kaputt gemacht. So, die Sturmfrau hat das Fragment getragen, das erste. Also eigentlich. Und ist gecrashed. Ist er hier aufgewacht, oder nicht? Ja, Tullschwing? Mhm. Der wurde gestoßen nach unten. Ja. Oh. Hier hat er seine Wunden versorgt. Sich die Rüstung bauen lassen. Ja gut, das meine ich auch. Und ist dann wieder hochgeklettert. Licht nicht vergessen. Okay. Das hat Eddie the Backup heute auch immer gesagt. Tja, jetzt ist er tot. Stattdessen haben sie Vögel mitgenommen. Ups. Guck mal, der Vogel ist gelb. Oh, im Dunkeln siehst du das Gelbe nicht mehr. Oh. Ist das ja? Nee, pass mal auf. Oh. Siehst du, Dude? Ja, warum glaubst du mir das auch? Okay, hier gibt's ein Portal. Hier nicht, hier. Tut uns leid, dass wir das ein bisschen verkrappt haben. Ich sitze auf einmal rett hier. Dann landet man sogar gleich in der Nähe, nice. Boah, was ist das hier eigentlich? Guck mal, das haben sie jetzt offen gemacht. Boah, der Kugelschwinger hat es auch geöffnet und offen, dann lassen wir gleich offen. Ich weiß, ich bin da schon, um hier zu diesem Portal zu kommen, durchgeflogen. Ziemlich cool. Aber danke dir. Ja. Doch, das sagst du immer. Das ist der König, du weißt. Schnell weg, ja. Bist du nicht so königstreu? Nee. Wir Republikaner. Wenn mir das jetzt negativ ausgelegt wird. Aber die Republikaner sind doch die Rechten in Amerika. Oh. Bist du in Deutschland auch ganz recht? Ganz recht. Also weit kommen wir mit dem Boden hier nicht.
Oder ist es egal? Ich bin ja im falschen Film. Ein Angang. Jetzt dir fast Kacke gebaut. Ich kaufe mir gleich zwei. Ich auch. So, bin jetzt bei 3000 Euro. Ja. 1445 Crashgeistpunkte, du Geist. Angeblich? Ne, warte mal. Für Arena hat man keine Ehre bekommen, ne? Ah, Eroberungspunkte. Scheiße. Cool, wenn man Eroberungscap hätte, dass man dann für Arena-Siege Ehre bekommt. Ja, wäre cool. Das wäre cool. Fände ich auch nur fair im Vergleich zu PvE. Weißt du, das gesamte Gear, Raid ist weiter, kriegst du aber immer noch die Punkte. Und die kannst du ja sogar dann in PvP-Gear umwandeln. Naja. Naja. Macht dir nichts. Weinen kann man auch noch ein andern Mal. Beispiel, wenn man tot ist. Da. Das geht immer mal so viel Alltags. Da wird einem schwindelig. So, Totem aufgeladen oder was machen wir als erstes? Wo ist Goldmine? To get two quests. Was wissen? Ich glaube, ich kenne die fast auswendig. Wahrscheinlich wirklich. Wenn man alle Quests zur selben Zeit machen könnte, ja. Nicht nur irgendwie so bei den Questgebern wäre. Könnte ich das Gebiet vielleicht durchspielen, wenn du durchdenken könntest. Wie meinst du das? Also wenn man auch schon quasi die falschen Questgegenstände sammeln könnte, damit es verwirrender ist und man nicht weiß, ob man auf der richtigen Pferd ist. So. Ziemlich tricky von diesem Spiel. Ja. Also langsam hat man auch ein bisschen HP, ne? Du hast mehr als ich, ist ja okay. Ja, ich meine, es nimmt so eine Dimension an, das schon charaktertechnisch ist. Das stimmt. Oder aber auch ein Krieger in der letzten Arena-Saison von Lich King. Ja. Jetzt meinst du Leute, du meinst Protection-Krieger. Also, nee, ich meine Arms-Krieger. Ja. Waffenkrieger oder Arms-Warrior, ja. So. Scooby, ich sterbe. Ich habe ja auch zwei eine Bank. Ich komme zu dir mit den Jungs. Cool. Scooby, was? Ich wollte dir nur helfen. Du musst da raus. Das Kugel jetzt selber nicht gemacht, ja, ich weiß. Ich hab wieder ein Top-Glück, das ist unglaublich. Das ist schon gruselig. Jetzt halt der Kataklysmus, ne? Da gibt's nicht so viel Ressourcen wie hier. Ich sehe schon, wie awesome ich die Leute in Jürgen Arena. So ich brachial, ja. Das wird awesome. Ich hoffe, ich bin nicht eingeladen.